Heute nehmen wir mal ein besonderes Thema durch. In letzter Zeit wird ja gern über die kleinsten Lebewesen dieses Planeten gesprochen. Sprechen wir heute also mal über die Kleinstlebewesen, die wir als Aquarienbesitzer gut finden. Ich spreche von Bakterien, genauer gesagt von den sogenannten Starterbakterien. Falls jemand von euch noch in einem Internetforum unterwegs ist, es soll ja noch manche geben, die das machen, die meisten von euch werden wahrscheinlich inzwischen zu Facebook-Gruppen gewechselt sein. Wenn man in solch einer Gruppe mal nach der allgemeinen Meinung zu Starterbakterien fragt, dann bekommt man dort sehr viel Meinung und gleichzeitig sehr wenig Wissen. Und die Meinungen, die man dort bekommt, die lassen sich auf 3 herunterbrechen, also extrahieren. Antwort Nummer 1 ist, ich möchte mir keine Chemie ins Becken kippen. Antwort Nummer 2 ist, ich möchte, dass mein Becken auf natürliche Weise einläuft. Und Antwort Nummer 3 ist, das braucht man nicht, das ist doch nur Geldmache. Schauen wir uns das Ganze doch mal ein bisschen genauer an. Antwort Nummer 1, ich möchte mir keine Chemie ins Becken kippen. Das ist eine prima Antwort, wenn man in seiner Schulzeit gerne hinten am Fenster gesessen hat und draußen die Eichhörnchen bei ihrem Liebesspiel beobachtet hat, falls man denn gerade mal nicht geschlafen hat. Denn wenn man sich keine Chemie ins Becken kippen soll und sprechen wir einfach mal die üblichen Wasserwerte an, Kalium, Nitrat, Phosphat, Mangan und so weiter, das sind alles chemische Bestandteile. Wer sich also keine Chemie ins Becken kippen will, der muss auf Wasser verzichten. Und auf Glas und auf Bodengrund, auf den Schrank, auf die Wohnung, das Haus und sogar auf diesen Planeten. Und sich selbst. Denn alles, wirklich alles um euch herum ist Chemie. Auch ihr seid Chemie. Man kann alles auf diesem Planeten und außerhalb auch auf seine chemischen Bestandteile reduzieren. Ganz einfach. Punkt. Undiskutabel. Jetzt werden die Pedanten unter euch natürlich wieder sagen, okay, ist ja gut, haben wir ja verstanden, aber du hast es auch nicht verstanden, denn damit ist ja gemeint, dass man sich nichts Künstliches ins Becken kippen will. Okay, kein Problem, auch das kriegen wir auseinandergefummelt. Denn die meisten künstlichen Dinge, die man sich in sein Aquarium kippen kann, da sprechen wir jetzt von allen möglichen Präparaten, meistens auch Medikamente, Dünger etc., basieren zu 99,9% auf irgendwelchen natürlichen Inhaltsstoffen. Nur mal als Beispiel Huminstoffe. Was glaubt ihr, wie schwer und wie teuer es wäre, Huminstoffe, von denen man nicht mal ganz genau weiß, wie die überhaupt zusammengesetzt sind, weil man sonst einzelne Stoffe extrahieren könnte, um zu sagen, den Rest brauchen wir nicht, so etwas im Labor herzustellen, wenn man es doch ganz einfach selber machen kann. Man braucht nur große Mengen Laub, Holz, Nussschalen etc., die kocht man und alles, was dabei rauskommt, füllt man in Flaschen. Bei Medikamenten ist es oft ähnlich, bei Dünger sowieso. Ihr merkt also, so einfach funktioniert das nicht mit ohne Chemie ins Becken. Kommen wir mal zu Antwort Nummer 2. Ich möchte mein Aquarium auf natürliche Weise einfahren lassen. Okay. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Also ich war jetzt schon ein paar Mal im Wald, draußen in der Natur, auf den Feldern und so. Und ich habe da noch niemals irgendwo ein, wild wachsendes Aquarium gefunden, das auf ganz natürliche Weise einfährt. Und ja, jetzt kommen die Pedanten wieder unter euch und sagen, das ist damit doch gar nicht gemeint. Ich weiß. Sein Aquarium auf ganz natürliche Weise einfahren zu lassen. Da kommen wir der Sache nämlich schon ein bisschen näher. Wenn man sagt, man möchte sein Aquarium auf natürliche Weise einfahren lassen, dann geht man normalerweise davon aus, dass damit gemeint ist, dass das Aquarium, wenn man es dann mit dem Bodengrund, mit Pflanzen, mit allem drum und dran, ne, man befüllt es, macht dann, schaltet alles ein, Filter, Licht, Heizung und so weiter und lässt das Ganze dann laufen. Die sogenannte Einlaufphase. Das ist für die meisten die Definition von natürlich einlaufen lassen oder natürlich einfahren lassen. Denn die paar Bakterien, diese Bakterien, von denen wir die ganze Zeit sprechen, die sind omnipotent, das nennt man so. Die sind überall um uns herum. Ihr atmet welche ein, ihr trinkt welche, ihr duscht euch damit. Die sind überall. Und diese Bakterien, die sind natürlich auch im Becken. Die kleben irgendwie an den Pflanzen, an dem Bodengrund, die sind im Wasser, überall. Und
wenn ihr euer Aquarium dann einlaufen lasst, ihr habt das Wasser eingefüllt, alles eingeschaltet, ab Tag 1 fangen diese Bakterien natürlich an zu arbeiten, denn sie finden Futter, sie können sich vermehren, alles wunderbar. Nur bis diese Bakterien in einer so großen Anzahl, in einer so großen Menge im Aquarium vorhanden sind, dass sie auch Wasserbelastungen wie zum Beispiel Fische oder Futter, das nicht gefressen wird, oder verstorbene Fische, Pflanzenteile und so weiter, dass sie diese Belastungen auffangen können. Das kann, weil ihr wisst wahrscheinlich, dass Bakterien nicht besonders groß sind, das kann ewig dauern. Ja, so eine normale Einlaufphase von einem Aquarium, wenn man es denn jetzt auf natürliche Weise einfahren lässt, das kann gut und gerne mal mindestens 3 Monate dauern. Okay, an sich kein Problem. Jetzt ist es aber so, die meisten vergleichen ihr Aquarium gerne mal mit natürlichen Gewässern. Oh, das ist ein ganz böser Fehler. Das mag vielleicht in ein paar wenigen Punkten ganz gut funktionieren. Ja, Thema Huminstoffe, falls ihr mein Video darüber gesehen habt. Aber im Generellen funktioniert das gar nicht. Wenn wir uns jetzt mal einfach so einen Baggersee anschauen, ja, so ein See, also ein stehendes Gewässer, das ist ja das, was einem Aquarium am nächsten kommt. Auch wenn ihr einen Filter dran habt und eine kleine Strömung. Auch in Seen gibt es Strömungen durch Temperaturunterschiede. Dann muss man ja bedenken, so ein See, der hat viel, viel mehr Faktoren, die darauf einwirken. Mal angefangen beim Regen, der natürlich frisches Wasser reinspült, der aber auch dadurch, wenn er auf das umgebende Land trifft, dass er da irgendwelche Stoffe noch mit ins Wasser hineinspült. Dann gibt es natürlich nicht nur die Bakterien, sondern auch die Kleinstlebewesen in dem See. Es gibt Insekten, es gibt Fische, es gibt Krebse, es gibt Wirbellose, es gibt alle möglichen Arten von Tieren, die dort leben. Dann die Witterung, die Sonne, alles Mögliche spielt dort ein. Wenn man, je nachdem wie groß der See ist, dann einfach wartet, bis dieser eingelaufen ist, dann können gut und gerne mal auch Jahrzehnte vergehen. All das sind Dinge, die wir im Aquarium gar nicht finden. Ein Aquarium ist im Gegensatz zu einem natürlichen Gewässer immer ein hochsteriler Raum. Punkt. Ganz einfach zu merken. Ihr könnt auch in eurem Aquarium, selbst wenn ihr 50.000 Liter habt, dann könnt ihr all diese Punkte, die in einem See eine Rolle spielen, die dazu beitragen, dass dieses natürliche Gewässer als Ökosystem funktioniert, das können wir gar nicht im Aquarium realisieren. Das funktioniert nicht. Wir schaffen es ja gerade mal mit Ach und Krach, das Ganze so laufen zu lassen. Wir brauchen Licht, wir brauchen bei manchen Fischen brauchen wir einen Heizer, wir brauchen einen Filter, der das Wasser am Laufen hält und so weiter und so weiter. Das heißt, um ein Miniaturökosystem am Laufen zu halten, in dem auch Lebewesen leben können auf längere Zeit, brauchen wir von außen Einflüsse. Das heißt, wir als Menschen müssen regelmäßig in dieses Ökosystem eingreifen, damit nicht alles über die Wupper geht. Wenn ihr mir nicht glaubt, schaltet einfach mal den Strom in eurem Aquarium ab. Wartet ein paar Tage, dauert nicht lange. Jetzt kommen wir mal zu den Starterbakterien. Und bevor wir da jetzt direkt einsteigen, man muss noch kurz erklären, es gibt die sogenannten Starterbakterien und es gibt Bakterienstarter. Das sind zwei einzelne Worte zusammengefügt, man kann die austauschen. Die Bakterienstarter sind Präparate, die euch dabei helfen, dass die Bakterien, die schon von vornherein in eurem Becken sind, dass die ein bisschen angeschoben werden. Da sind dann verschiedene Aminosäuren drin und Salze und so weiter. Alles, was die Bakterien toll finden, damit die sich wohlfühlen, damit die sich schneller vermehren und so weiter und so weiter. Starterbakterien hingegen sind Präparate mit echten lebenden Bakterienkulturen. Das bedeutet, mit einem Präparat, das Starterbakterien enthält, könnt ihr die Bakterien in eurem Aquarium schon hinzugeben oder auch nachträglich hinzugeben. Mehr ist es nämlich nicht. Das ist keine Magie oder irgendwelche komische Wissenschaften oder irgendetwas Künstliches oder Chemisches oder wie auch immer ihr das sehen wollt. Es sind einfach nur Bakterien. Ganz einfach. Da kommen wir dann zu Antwortmöglichkeit Nummer 3. Ja, sowas braucht man nicht, das ist nur Geldmacherei. Auf Hochdeutsch übersetzt bedeutet das eigentlich immer nur, ich habe keinen Bock dafür Geld auszugeben oder ich bin geizig oder wie auch immer. Die Wahrheit ist, ihr müsst keine Starterbakterien verwenden. Das sollte man auch eigentlich wissen. Ihr könnt aber und ihr habt dadurch auch gewisse Vorteile, denn ihr gebt mit den Starterbakterien einfach nur schon fertige Bakterien in großen Mengen in euer Aquarium hinzu.
Mehr nicht. Da stellt sich nun die Frage, ja gut, das brauche ich ja eigentlich nicht, weil das Aquarium läuft ja auch so ein. Das macht man schon seit Jahrzehnten so. Naja, das ist soweit im Prinzip ganz richtig. Ich weiß aber aus Erzählungen von Leuten, die schon seit über 50 Jahren in der Aquaristik sind, dass man früher trotzdem gerne mal verschiedene Filter untereinander ausgetauscht hat oder Filtermedien, damit die Becken auch angeimpft werden. Also dieses mit Bakterien hinzugeben, das ist nicht erst seit gestern so. So, da wir gerade, habe ich euch ja schon erzählt, dass wir in unser Ökosystem, das unser Aquarium darstellt, regelmäßig eingreifen müssen, damit das Ganze funktioniert, stellt sich mir persönlich, vielleicht sehe ich das vielleicht auch ein bisschen philosophisch oder ähnlich, warum überlasse ich dann den Start des Aquariums sozusagen dem Zufall, der natürlichen Ordnung, wenn ich doch da auch eingreifen kann? Wenn ihr nämlich Starterbakterien verwendet, und ich sage es jetzt nochmal ganz deutlich, weil ich weiß, wenn ich solche Texte sage wie diesen hier, dann hagelt es immer Dislikes von Leuten, die es überhaupt nicht mögen, wenn man ihnen in ihre uralte Gewohnheit greift. Ja, ich kenne euch ganz genau. Man muss keine Starterbakterien verwenden. Man kann. Denn wenn man sie benutzt, dann kann man die Einlaufzeit drastisch verkürzen. Ich würde trotzdem niemals unter einen Monat gehen, denn wenn man ein Aquarium neu aufsetzt und das neu startet, dann brauchen die Pflanzen immer trotzdem noch viel länger als die Bakterien. Die könnten schon längst fertig sein, alles kein Problem, die sind in genügender Anzahl da, aber die Pflanzen, die brauchen noch, um anzuwachsen, um den Gasaustausch, das Gasmilieu und so weiter im Wasser herzustellen. Deswegen unter einen Monat würde ich, wenn es wirklich nicht anders geht, es gibt ja manchmal auch Notfälle, würde ich niemals unter einen Monat Einlaufzeit gehen. Ist eine gute Faustformel, wenn man Starterbakterien verwendet. Ein Monat funktioniert fast immer. Ihr könnt Starterbakterien aber auch nachträglich hinzufügen. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Einmal, wenn ihr Fische einsetzt. Denn jeder einzelne Fisch bedeutet für das Wasser eine weitere Belastung. Denn der Fisch frisst und produziert auch das, was aus dem Futter wird. Und beides belastet das Wasser. Wenn euer Aquarium zum Beispiel eingefahren ist, ne, so wie das bald hier mit dem Anfängerbecken passiert, und ihr möchtet Fische dort einsetzen, dann belasten die Fische das Wasser enorm. Und es kann passieren, dass die vorhandenen Bakterien, die sich an die Belastung des Wassers ohne Fische gewöhnt haben, plötzlich mit dem neuen Fischbesatz total überfordert sind und der Nitritpeak nochmal wiederkommt. Kann passieren. Ist eher selten, aber kann passieren. Ihr könnt also Starterbakterien benutzen, um eure Bakterien einen kleinen Schub zu geben, ne? Also dass ihr eine kleine extra Armee Bakterien hinzugebt, die sich dann um die neue Belastung kümmern, sodass der Nitritpeak nicht nochmal auftaucht. Das kann durchaus passieren. Auch ist es immer von Vorteil, wenn man den Filter 1, 2, 3, 4, je nachdem wie groß euer Filter ist und wie sehr die Wasserbelastung ist, die euer Filter aushalten muss. Manchmal kommt es vor, dass man den wirklich gründlich reinigen muss. Da muss man auch die biologischen Filtermaterialien so ein bisschen abspülen, denn irgendwann sitzen die auch zu und dann können sich auf diesen biologischen Filtermaterialien nicht mehr so viele Bakterien niederlassen. Das heißt, ihr müsst die ein bisschen reinigen. Und wenn ihr so einen Filter, wenn ihr so einen großen Filter habt und ihr reinigt den einmal wirklich gründlich, damit er wieder auch seine volle Power bekommt und das nicht alles zugeschlammt ist und ne, ihr wisst schon, was ich meine, dann müsst ihr natürlich irgendwas dagegen tun, denn wenn ihr die biologischen Filtermaterialien reinigen musstet, dann habt ihr ordentlich Bakterien verloren. Es kann auch so öfter mal passieren, dass das Ökosystem im Aquarium ein wenig nachlässt. Es hat sich an die gewöhnliche Belastung gewöhnt. Es bilden sich immer nur so viele Bakterien wie nötig. Denn mehr Bakterien müssten mehr Nahrung verbrauchen. Es gibt nicht mehr Nahrung, also es sind immer so viele wie nötig. Und es kommt immer mal vor, dass diese Bakterienanzahl sinkt, weil vielleicht die Wasserbelastung aus irgendwelchen Gründen sinkt und dann Platz gemacht wird für so kleine Nährflinge wie zum Beispiel Cyanobakterien. Denn auch Cyanobakterien oder auch im Volksmund Blaualgen genannt, die kann man mit Starterbakterien bekämpfen, denn Bakterien bekämpfen sich untereinander. In
Starterbakterienpräparaten sind aber immer nur, ja, gesonderte Bakterienstämme drin. Das heißt, die müssen sich nicht schon in der Flasche untereinander bekämpfen, sondern da ist immer nur eine Sorte drin. Und diese Sorte kann dann die Cyanobakterien bekämpfen. Es gibt schon einen Grund dafür, dass Cyanobakterien sich meistens gerne an die Scheibe verkriechen, dort wo wenig andere Bakterien sind und sich dann meistens vom Bodengrund, vom restlichen Bodengrund fernhalten. Kommen wir jetzt mal zu den Präparaten. Inzwischen sind es im Handel schon viele geworden. Leider sind die meisten nur Bakterienstarter. Das bedeutet, es sind keine lebenden Bakterienkulturen in diesen Präparaten enthalten. Man muss drauf gucken und genau lesen, was drin ist. Mir persönlich sind 4 Unternehmen bekannt, die auf jeden Fall lebende Starterbakterien in ihrem Sortiment haben. Das ist Amtra, da heißt das, glaube ich, Clean Pure oder ähnliches. Dann ist es Söll, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn euer Zoofachverkäufer so einen kleinen Kühlschrank drin hat. Da sind da meist so Beutel mit Lebendfutter drin und meistens ist dann da auch, sind dann da auch die Bakterien dabei. Dann natürlich Aqua Design Amano mit den verschiedensten Bacta-Produkten. Da gab es früher mal Bacta Balls, so Kugeln, dann gibt es Bacta 100 und inzwischen heißt es Green Bacta, das wird immer mal umbenannt und auch neu aufgesetzt. Und dann gibt es natürlich die bekanntesten Microbelift. Ich habe mal bei Microbelift angefragt, ob die mir nicht mal ihre, ja, bei allen so ziemlich die beliebteste Kombination zuschicken können. Ich habe eine Menge darüber gelesen und wollte mir das Ganze auch mal näher anschauen. Es war eigentlich für das Anfängerbecken geplant, nur sind es halt momentan ein bisschen schwierige Zeiten. Deswegen kam das erst sehr, sehr spät leider an. Und zwar ist es bei Microbelift einmal das Special Blend. Das habe ich euch schon mal bei den, ich glaube, bei den Wasserzusätzen vorgestellt in einem Video. Bei solchen Präparaten, so Bakterienpräparaten, ist es meistens so, besonders bei Microbelift, eine Biotech-Firma, also ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, mit Bakterien, mit Viren und Kleinstlebewesen zu arbeiten und daraus Produkte herzustellen, die verraten natürlich nur sehr, sehr ungern, was da drin ist, denn dann könnte es ja jeder nachmachen. Doch wenn man aufmerksam die Verpackungen liest oder auch die Flaschen, je nachdem, dann kann man immer ein bisschen raus oder auch rein interpretieren, was denn drin ist. Und bei Special Blend kann man ein bisschen rauslesen, dass dort auf jeden Fall Bakterien drin sind, nur nicht in so extrem hoher Zahl, wie es bei einem reinen Starterbakterienpräparat der Fall wäre, sondern da sind, glaube ich, auch Huminstoffe drin und Aminosäuren und alles Mögliche. Also das ist so eine Rundumpflege für das Aquarium. Das kann man auch wunderbar so einsetzen, immer mal wieder. Ich habe das mal eine Zeit lang eingesetzt. Ich hatte schon mal eins hier und habe das mal ausprobiert. Ich teste immer alles, bevor ich euch das vorstelle. Es sei denn, ich kann es euch direkt vor eurer Nase testen. Und ich habe gemerkt, dass die Abbauprozesse von Mulm und Ähnlichem, dass die schon doch sehr viel schneller vonstatten gingen, als es ohne der Fall war. Das lässt sich nur leider ziemlich schwierig dokumentieren. Und das Special Blend wird immer am liebsten in Verbindung mit Night Out 2 benutzt. Night Out 2, das ist eine Flasche, in der nur Bakterien drin sind. Das steht da auch so drauf, da sind Nitrosomas und Nitrobacter drin, mehr nicht. Wenn ihr wirklich nur Starterbakterien haben wollt, dann braucht ihr eigentlich nur das Night Out 2. Aber irgendwie, alle sagen, und es steht sogar auch drauf, in Kombination mit Special Blend ist es die beste Kombination, die es angeblich momentan gibt. Das kann ich natürlich nicht beweisen. Da stütze ich mich auf die Aussagen von anderen, auch von anderen YouTubern. Und werde mal versuchen, dass ich das beim nächsten Projekt vielleicht auch ein bisschen testen kann für euch. Beide kosten in den kleinen Versionen, in den kleinen Flaschen oder ich glaube sogar bei Night Out in der großen, kosten so um die 20-25 €, ist also auch nicht ganz günstig. Und ich betone hier an dieser Stelle nochmal, ihr braucht keine Starterbakterien. Aber sie können euch helfen, besonders wenn ihr vielleicht sogar Probleme mit der Einlaufphase bekommt. Das kann unter Umständen schief gehen auch. Ist ganz selten der Fall, aber es kann passieren. Oder wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr euch diese Bakterien holen,
schüttet die ins Becken, ne, laut Dosierungsanleitung. Da gibt es sogar für verschiedene Szenarien zur Wartung, zum Einstieg und so weiter und so weiter. Dann kann da nichts passieren. Aber ihr braucht sie nicht. Es ist praktisch ein Luxus, den man sich gönnen kann, um sich ein wenig Zeit zu sparen. Denn ihr spart mindestens 2 Monate. Das ist eine lange Zeit, besonders wenn man ja sein erstes Aquarium hat und da möglichst schnell alles passieren soll. Also, so viel zum Thema Starterbakterien. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, worum es dabei geht. Es sind nur Bakterien, keine Magie, kein Zauber, keine Chemie, nichts Künstliches, denn es wäre viel zu teuer, Bakterien im Labor in solchen Mengen heranzuzüchten. Das kann man viel einfacher in großen Tanks machen. Und dass ihr jetzt auch etwas, vielleicht auch hoffentlich unvoreingenommener, manchen Dingen in der Aquaristik gegenüberstehen könnt. Starterbakterien sind eine tolle Sache. Ich nutze sie inzwischen sehr gerne, weil es geht einfach viel schneller und viel reibungsloser und es ist alles viel angenehmer. Man kann viel schneller zu dem Punkt kommen, wo man das Aquarium dann auch ja, stabil laufen lassen kann. Nur meine eigene Meinung. Ihr könnt euch jetzt eure eigene Meinung bilden und ich würde sagen, ihr wisst, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr seid nicht das erste Mal bei YouTube. Liken, kommentieren, abonnieren und was weiß ich nicht alles. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, bleibt naturbegabt.